Hier, das war Punkt 2, ne? Genau, das war Punkt 2. Okay, und ich glaube, hier mussten wir eh wieder hin, ne? Wenn ich es richtig habe. Genau, geht zurück zu Punkt 2. Ab da geht der Guide weiter, nämlich. Ein Raum runter, dann die Treppe. Runter, dann die Treppe. Runter und dann die Treppe. Geh von dort. Okay, warte. Die Treppe nehmen und dann geht's weiter. Geh von dort drei Räume nach oben. Was? Ja, das war runter, ne? Aber dann muss ich hier wieder sprengen, ne? Dann muss ich hier wohl wieder sprengen. Ich besiege euch erstmal. Ich glaube, dann muss ich wieder die Wand sprengen, ne? Wahrscheinlich. Hä? Nee. Das ist irgendwie falsch. Das ist irgendwie falsch, was ich gemacht habe. Habe ich so das Gefühl. Kann das sein? Das ist irgendwie. Irgendwie laufe ich einen falschen Weg. Irgendwie laufe ich einen falschen Weg. Ich hoffe mal, ich komme trotzdem irgendwie zu kennen. Das wär schon gut, sage ich mal, ne? Aber das gerade eben, das war wohl falsch. Das war wohl falsch. Ja, ich weiß es nicht. Ich blicke hier gerade nicht mehr so durch. Auch mit dem Guide nicht. Ist ja egal. Ist ja Wurst. Vielleicht kriegen wir es auch so raus, ne, wo es lang geht. Kann auch passieren. Kann auch passieren. Hoffe ich zumindest. Ja, wäre gut auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall gut. Aua. Ich weiß, dass Scannen hier links von mir ist. Kann ich das aufsprengen? Kann ich nicht, okay. Dann muss ich da anders herkommen. Dann muss ich da anders herkommen. Ist egal, okay, wir probieren es jetzt nochmal. Das war Punkt 2 hier, ja. Das war Raum runter und dann die Treppe. Wird da gesagt. Und von hier aus drei Räume nach oben. Also wenn ich dann hier zurück bin. Aber wir haben ja gemerkt, da geht's nicht nach oben. Haben wir ja gemerkt einfach. Haben wir ja einfach gemerkt. Dass das einfach nicht stimmt. Weil ich hier ja nichts sprengen kann. Hier geht's ja gar nicht nach oben, ne? Seht ihr ja. Aber ich habe jetzt wieder zu viel Schaden bekommen. Ich habe jetzt wieder zu viel Schaden bekommen. Oder meinen die von hier aus drei Räume nach oben? Weil das ist ein bisschen komisch geschrieben. Kann das sein? Wir probieren es mal so. Wir probieren es mal so. Wartet, Leute. Wir probieren das so. Weil das ist mir sonst ein bisschen. Ja, also das ist jetzt das Einzige, was mir noch einfällt. Aber wenn ja, dann ist es bisschen komisch geschrieben, ne? Sage ich mal. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist vielleicht gemeint.
Ist bisschen komisch geschrieben manchmal. Deshalb tut es mir auch leid mit der ganzen Verwirrung, aber ich kenne halt die Route nicht, ne? Deshalb, ja, was ich lese, das glaube ich auch. Das ist ja meine einzige Option. So, das war jetzt ein Raum nach oben, zwei Räume nach oben. Zwei Räume nach oben. Und dann hier drei Räume. Ich probier's mal so. Ach so, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich gemeint. Und hier kann ich dann die linke Mauer sprengen, ne? Hier kann ich dann die linke Mauer sprengen. Fuck. Aber nicht so. Nicht so. Also ohne Schaden bitte. Oder mit möglichst wenig Schaden. Yay, das Telefon klingelt. Ja gut, ich habe jetzt keine Zeit. Pech. Auf dem Haustelefon gehe ich eh nie hin. Das ist ja, wer benutzt noch Haustelefon, ey? Niemand. Niemand benutzt es doch. Aber ich will hier ohne Schaden durchkommen. Ich will hier ohne Schaden durchkommen. Ohne Schaden. Ohne Schaden. Das ist mir egal. Nein. Das ist mir Wurst. Jetzt sieht's gut aus. Nein, sieht's nicht. Sieht's eben nicht. Nö. Nee. Weniger als zwei Herzen will ich nicht haben. Vor allem, wenn dann gleich das Finale kommt. Oder hoffentlich gleich. Hier steht zwar jetzt schon groß dran, der Weg zum Finale, aber. Das ist ja auch, ja, wie schnell schaffe ich den Weg? Das ist ja auch die Frage. Ne? Das ist ja auch die Frage. Alter. Dim, 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 anderthalb Herzen ist auch scheiße. Vor allem, weil ich hier dann wieder die Magier besiegen muss, dass ich die Treppe erreichen kann. Das ist ja der Scheiß hier. Das ist ja der Scheiß hier. Ja, genau. Gut gemacht. Alter. Ja, wow, ich habe die Wand gar nicht gesprengt. Dankeschön, dass du die Wand nicht sprengst. Weil die Bombe ja auch nur 2 mm weit reicht. Weil die Bombe ja auch nur 2 mm weit reicht. So. Jawohl, ich habe hier zwei Herzen. Ich habe hier zwei Herzen. Und dann muss ich hier wieder die Magier erledigen.
Da muss ich. Ah, shit. Jetzt schon wieder Schaden genommen. Dim, 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 dim. Ah, halbes Herz. Nein. Nein. Aber die muss ich dann wieder besiegen. Die muss ich dann wieder besiegen. Dass ich den Stein bewegen kann. Shit. Shit. Bös. Ja, schon bös. Ah. Das ist schon ätzend. Dim, 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 dim. Ah, nee, mit einem halben Herz. Ja, okay, ich bin eh gestorben. Aber mit einem halben Herz hätte ich das eh nicht zugelassen. Das lohnt sich ja gar nicht. Okay. Ich habe noch zwei Herzen und noch zwei Gegner. Das behalten wir mal so. Das behalten wir mal so. Nö, anderthalb Herzen akzeptiere ich nicht. Ich will schon zwei. Ich will schon zwei Herzen. Das macht sonst keinen Sinn. Das macht sonst keinen Sinn für mich. Das sollten schon zwei Herzen sein, die ich am Ende habe. Komm, Herz. Nein, kein Herz. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Düm, 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 düm. Oh, du gibst aber ein Herz. Du gibst ein Herz. Boah, sozial. Sozial, ey. Ist egal. Mit einem Herz mache ich es aber nicht, nee. Ah, ich glaube, ich habe ziemlich blöd gespeichert. Kann ich mich dann noch ohne Gegentreffer rausholen? Ja, mit. Ich weiß nicht. Okay, zwei Herzen kann ich haben. Das ist auch okay. Also bei zwei Herzen. Also ich kriege ein halbes Herz Schaden, wenn ich hier das so mache. Das ist okay für mich. Das kann ich akzeptieren. Aber ein Herzschaden akzeptiere ich nicht. Ein Herzschaden akzeptiere ich nicht. Boah, ich habe es gerade ohne geschafft. Ohne Schaden habe ich es gerade geschafft. Wenn ich glaube, sofort nach unten gehe, jawohl. Okay, mit zwei Herzen bis ja, besiegt. Das ist okay. Dahinter erledigst du die Magier, bewege hier den linken Stein, um die Treppen zu erreichen. In dem neuen Raum angekommen, sprenge nun die linke Wand. Okay. Das machen wir so. Also. Hier so hin. Und in dem Raum die linke Wand sprengen. Ne? In dem Raum die linke Wand sprengen. Shit. Aber auch bitte ohne Schaden. Auch bitte ohne Schaden sprengen. Ich brauche wieder meine Bombe. Dim, dim, dim. Boah, ich hab's geschafft. Sprenge die linke Wand. Benutze den Somaria-Stab bequem an den Magiern. Was? An den Magiern aus und bewege dann den linken Stein, um wieder die Treppen zu nehmen.
Was labern die? Hier sind keine Magier. Da sind keine Magier. Ich denke mir so, hä, was labert die Komplettlösung mit Magier? Hier sind keine Magier, beziehungsweise ich kann doch Magier nicht mit dem Somaria-Stab besiegen. Ich dachte mir gerade so, hä? Aber die Gegner, die kann ich bequem besiegen mit dem Somaria-Stab. Das ist richtig. Aber man merkt, ja, Komplettlösung ist, ja, nicht ganz korrekt geschrieben hier und da. Aber sie ist schon hilfreich für mich natürlich. Treppen C zu nehmen. Töte Patra ein letztes Mal. Okay. Das ist in Ordnung. Patra noch ein letztes Mal besiegen. Anscheinend. Also ich hoffe, es ist das letzte Mal, aber hier steht letztes Mal. So, hier Patra. Okay. Patra ein letztes Mal besiegen. Und dann nach Patra kommen wir zum Finale, wenn ich das hier richtig lese. Nach Patra kommen wir wohl zum Finale. Ja, aber da habe ich zu viel Schaden genommen. Beim Finale, da stecke ich bestimmt viel ein. Ich meine, das Finale, das wird wahrscheinlich somit am schwersten. Noch schwerer als das, was ich bisher gemacht habe. Wahrscheinlich, ne? Denke ich schon. Deshalb, da möchte ich wenigstens meine Standards 3 Herzen haben. Oder 2,5, okay. Aber nicht weniger. So. Okay. Wenn du jetzt nach oben gehst, wirst du deinem finalen Endgegner gegenüberstehen. Gennen, der Prinz der Finsternis. Gennen ist nicht unbedingt ein. Was ist nicht unbedingt ein schwieriger Gegner? Hä, als ob. Das glaube ich nicht. Allerdings ist der Anfang etwas knifflig. Er ist unsichtbar und spuckt Feuerbälle, aber du wirst seine Bewegungsmuster erkennen. Um ihn sichtbar zu machen, schlag ihn einfach wild dein Schwert, bis du ihn triffst. Sichtbar wird er aber nur für eine kurze Zeit. Also beeil dich und schieß einen Silberpfeil. Zwei davon reichen, um ihn absolut stinkwütend zu machen. Jetzt musst du ihn noch einmal treffen und Gennen ist besiegt. Er hinterlässt dir sein Triforce-Fragment der Stärke. Okay, für Finale klingt das tatsächlich machbar. Das muss ich zugeben. Für Finale klingt das gut machbar. Okay. Da ist das Finale, Leute. Da ist das Finale. Huch, ich habe trotzdem ein bisschen Schiss, ja? Ich habe trotzdem ein bisschen Schiss. Sage ich euch ehrlich. Sichtbar wird er nur für eine kurze Zeit. Ja, ich merke es, dass er nur ganz kurz sichtbar wird. Okay. Okay, aber ich habe ihn schon sichtbar bekommen. Und dann muss ich aber sofort die Silberpfeile schießen, wenn ich ihn sichtbar bekomme. Silberpfeil, nein, das hat nicht gereicht, oder? Ah, ich muss das rauskriegen. Mit Silberpfeil. Shit. Wieder tot. Boah. Boah, Leute. Aber das ist das Finale. Habe ich ihn getroffen überhaupt? Habe ich ihn überhaupt getroffen? Woran erkenne ich denn das, wann ich denn mit den Silberpfeilen treffe? Ich weiß es nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall zwei Silberpfeile. Brauche ich wohl. Dum, dum, didum. Komm her. Wo ist er?
Also ja, dort wo er schießt, da muss er sein immer, ne? Das denke ich, kann man schon sagen, so. Aber dann sterbe ich wieder. Aber so wie das hier dran steht, also für Finale klingt es wirklich sehr machbar. Für Finale klingt das wirklich sehr, sehr machbar. Dum, 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 dum. Woran erkenne ich denn das mit den Silberpfeilen? Ich erkenne das halt gar nicht, ob ich den jetzt getroffen habe oder nicht. Das habe ich jetzt nicht gemerkt. Das habe ich jetzt nicht gemerkt, Leute, ob ich ihn da getroffen habe. Ich glaube nämlich nicht. Irgendwie. Irgendwie glaube ich nicht, dass ich ihn getroffen habe. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht muss ich ihn auch erst ein paar Mal sichtbar machen. Wir probieren das mal. Vielleicht ist dann irgendwie was anders. Oder vielleicht zweimal sichtbar machen. Vielleicht ist das gemeint. Und dann Silberpfeile schießen. Weil irgendwie das sah nicht so aus, als ob ich ihn getroffen hätte. Nicht wirklich, ne? Also das sieht für mich anders aus, wenn ich treffe. Das sieht meiner Meinung nach anders aus. Dim, dim, dim. Wieder tot, schade. Schade, schade. Aber ich glaube, das Klügste ist wahrscheinlich hier zu warten, bis er halt da bei mir spawnt. Ne? Ich glaube, das ergibt schon am meisten Sinn. Immer warten, bis er bei mir spawnt. Weil ich erkenne ja, von wo er schießt. Ich erkenne ja, von wo er schießt. Da war er doch gerade. Shit. Shit, shit, shit. Er trifft mich halt auch immer. Was hat mich jetzt getroffen? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Was mich da getroffen hat. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Dum, dum, dum. Steht. Aber ich glaube wirklich, dass ich ihn mehrmals sichtbar machen muss, bevor ich ihn besiegen kann. Das glaube ich irgendwie wirklich. Weil da ist irgendwas. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Komm schon her. Komm schon her, Gähnen. Oder Ganon, wenn man es auf Deutsch aussprechen möchte. Wir sind ja hier voll die deutschen Leute und so. Voll die deutschen Persönlichkeiten. Oh Mann. Ist schon schlimm. Ist schon schlimm. So, so, so. Da habe ich ihn einmal sichtbar gemacht. Shit.
Dim, dim, dim. Aber man erkennt auf jeden Fall seine. Bei ihm erkennt man auf jeden Fall guten Muster, sage ich mal. Ich stelle mich nur ein bisschen blöd an. Aber ich finde, bei ihm erkennt man guten Muster. Ich speichere jetzt auch mal, falls das stimmt mit meiner Theorie. Dass ich ihn einfach mehrmals sichtbar machen muss. Ja, das ist halt meine Theorie, ne? Steht hier aber nicht dran. Hier steht nur, du brauchst zwei Silberpfeile. Schon wenn er beim ersten Mal sichtbar wird. Aber daran glaube ich nicht, irgendwie. Das wäre doch, sonst hätte ich ihn doch schon getroffen. Und das sieht man ja auch in irgendeiner Form, wenn man den Gegner trifft. Das sieht man ja schon in irgendeiner Form. Ne? Düdüm. Da war er wieder ganz kurz. Bleib jetzt mal in dem Punkt hier. Aber ich treffe ihn ja irgendwie nicht. Nee, ich treffe ihn ja nicht. Ich treffe ihn ja nicht. Das kann nicht ganz stimmen. Was da stand. Oje, oje, Leute. Oje, was tun wir uns hier an? Und da bin ich wieder gestorben. Yay. Yay. Ist es nicht geil, Leute, wie ich hier sterbe? Jetzt bin ich in ihm gespawnt, oder was? Und deswegen gestorben. Jedes Feuer ist auch böse. Only Link can defeat Ganon. Man kennt's, ne? Man kennt's. Zelda CDI Games waren bestimmt besser als das hier. Nicht für ungut. Shit. Boah, Ship. Oh Mann, ich schaff's nicht. So viel zu, ja, klingt ja gar nicht so schwer mit dem Finale. Ja, aber es ist, ich glaube, es ist wirklich nicht der schwerste Kampf auf jeden Fall aus dem Spiel. Nicht der schwerste Kampf trotzdem. Würde ich, glaube ich, trotzdem sagen, auch wenn ich fehle, aber das passiert halt wie Tomaten. Na? So ist es halt, ne?
Spiel irgendwie. Ich will irgendwie ein Muster erkennen, aber ich erkenne kein Muster, wo ich ihn denn am besten treffen kann. Hab ich's? Oh Leute, der ist braun geworden, ne? Also ich muss ihn doch mehrmals treffen. Das ist ein Bullshit, was hier in der Komplettlösung steht. Das steht nur, der muss sichtbar werden, aber ich glaube, der muss braun werden. Ich glaube, der muss wirklich braun werden. Und da ist Zelda. Da ist Zelda. Thanks, Link. You're the hero of Hyrule. Basti? Wehe, du sagst nicht dasselbe wie Zelda. Finally, peace returns to Hyrule. The end. Basti, du musst jetzt auch in die Kommentare schreiben, dass ich der Held von Hyrule bin. Weil für dich habe ich das hier auf mich genommen und es war wirklich, wirklich schwer für mich. Und ich würde auch sagen, dass das Spiel leider schlecht gealtert ist. Würde ich schon sagen. Ich glaube, wenn ich es damals gezockt hätte, hätte ich wahrscheinlich schon sehr viel Spaß gehabt, weil für damals war es schon ein Meilenstein auch. Aber man wusste damals wirklich noch nicht, wie man so ein Action-Adventure zu designen hat. Und ich glaube, deshalb ist das Spiel halt eben schlecht gealtert. Ja, war trotzdem ein Let's Play wert, würde ich sagen. Auch wenn es, ja, sage ich mal, bisschen anders geworden ist, als ich es mir erwartet hätte mit den Save States und so. Wollte ich nicht benutzen, aber ohne Save States hätte ich das Let's Play wirklich abgebrochen. Und das wollte ich dem Spiel dann doch nicht antun. Ich hab's durchgezogen. Sagen wir es so, ich hab's durchgezogen mit Save States, ja, aber ich hab jetzt ein Bild vom ganzen Spiel, weil ich hab's durchgezockt. Und wie gesagt, also ich glaube, hätte ich es damals gezockt, würde mir das Spiel besser gefallen. Ja, ist trotzdem ein schönes Let's Play gewesen. Auch wenn ich hier und da frustriert war, aber mein Gott, alte Games. Alte Retro-Games waren ja auch schwerer, ne? Aber ja, Super Mario Brothers und Co. sind definitiv besser gealtert. Das kann man heutzutage definitiv eher spielen. Auf jeden Fall war's das von diesem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch trotz allem gefallen. Und vor allem hoffe ich, dass ich dir, Basti, eine große Freude machen konnte, denn dir war ja dieses Let's Play gewidmet. Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, das soll's vom letzten Part gewesen sein. Mal schauen, vielleicht habe ich das hier jetzt auch in mehrere Parts aufgeteilt, weil das ist jetzt dann doch sehr lang geworden. Ich würde auf jeden Fall sagen, lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke ein letztes Mal fürs Zuschauen und tschüss.